Hallo alle miteinander, ich habe mir gedacht, jetzt würde ich vielleicht mal wieder nach langer Zeit eine Folge raushauen. Leider geht sich halt wieder nicht mehr als eine Folge zum Aufnehmen aus. Ich muss mich leider auf einen Urlaub vorbereiten. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal LAN. Für Ägypten eine Woche. Da wird es natürlich einige Urlaubsvideos auf dem Kanal geben. Weil ich mir gedacht habe, ja, nur Let's Plays auf einem Kanal ist ja auch nicht gerade das Wahre. Ich will ja Leute unterhalten. Und so weiter und so fort. Und ja. Gut, wie weit zu World of Warcraft, gebe ich ehrlich zu, war ja ein Reinfall eher. Ja, und Crisis Warhead, natürlich möchte ich ja Let's Plays auch zu Ende bringen und gefällt mir auch ganz gut. Und ganz ehrlich, World of Warcraft ist irgendwie, ich weiß nicht mehr das, was es einmal war. Ah, okay. Oh ja, wird schon mal eine Menge Arbeit abgenommen. So, Munition, krieg ich Munition? Nee. Trainer hast du. Eieiei. Eieiei, want der Willi? Hühnerfly. Du kannst eigentlich einen nehmen wieder. Hey, was zur Hölle? Die sollen doch nicht auf mich schießen! Der schießt auf dich. Nehmen wir die Granate rein und dann schießen die wohl nicht mehr. Die Pläne des Minenunternehmens bestätigen, dass es sich um ein Stellwerk handelt. Setzen Sie den Zug außer Betrieb, bevor er wieder losfährt. Okay, das heißt, ich muss so nach hinten. Dahin auch. Das gefällt mir. Beeil dich mit dem Stellwerk, Psycho! Ich halte das nicht mehr lange durch! Ja. Maximale Stärke. Oh. Sterb. Mit dem Stellwerk. So, jetzt soll ich doch wissen, was damit zu tun war. Ah, was? Okay, ne, was soll ich da jetzt? Hä? Energie kritisch. Ja, schön und gut, was soll ich jetzt da machen? Da drüben, Feuer! Granatwerfer, weiß er nicht. Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das mit diesem Laptop hier zu tun hat. Ich drück mal F5. Nee. Also. Soll ich hier hinauf? Er klettert hoch. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hä? Was soll ich machen? Was zum... So, es ist schon wieder soweit. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was zu tun ist. Verdammt, da war jemand schneller als ich. Der Zug fährt los. Ziemlich ausgeklügelter Plan. Leck mich. Psycho, zurück in den Zug. Wir dürfen ihn nicht verlieren.
Ja, kletter schneller. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor Ihnen liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Oh, ich glaub's nicht. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Gut, dass ich gespeichert habe. Gut. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Sehr gut. Jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. Okay. Das hört sich nicht gut an. Du wärst jetzt in die Sümpfe, Psycho. Da drin kann ich gar nichts sehen. Ich kreise, bis du wieder rauskommst. Aber allzu viel Saft habe ich nicht mehr, okay? Verstanden, Unir. Danke für alles. Also ich kann lauter Grafikfehler sehen. Naja, egal. Lauft auch wahrscheinlich über eine andere DirectX. Nicht wahrscheinlich, ist ja so. Da kann es schon mal Komplikationen geben. Jetzt ist halt drauf aufgelegt, da Spaß. Oh! Wo bist du? Oho. Psycho, hier ist Emerson. Prophet und Nomad haben es aus der Sphäre rausgeschafft.
Klingt gut. Nomad wurde auf die Constitution beordert. Ich werde beantragen, dass er bei der Bergung des Behälters dabei ist. Dafür brauchen wir doch Nomad nicht. Ich kann das übernehmen. Sie gehören nicht zum Raptor-Team. Na und? Ich bin sowieso hier. Bereit und fähig. Ihre Maschine ist nicht dafür ausgelegt. Ich könnte zur Basis fliegen und das machen lassen. Dann können wir gleich Nomad holen. Wissen Sie was? Scheiß auf Nomad! O'Neill, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Ihre Vergangenheit lässt mich befürchten, dass Ihre Anwesenheit die Mission und meine Männer nur gefährdet. Hier geht's nicht um alte Militärakten, Ma'am. O'Neill ist hier. Er kennt die Mission und kann mit Fracht umgehen. Okay, Psycho. Sie haben bis jetzt immer recht. Ich vertraue Ihrem Urteil. Veranlassen Sie's. Pass auf, Psycho. Ich habe kaum noch Benzin. Rechtzeitig zur Exfiltration bin ich wieder da. Du weißt, was zu tun ist. Und diesmal versagen wir nicht, okay? Darauf kannst du wetten. Also wird langsamer. Im System ist kein Halt vorgesehen. Irgendwas ist mit dem Behälter. Psycho, unidentifizierte Einheiten nähern sich rasch ihrer Position. Sie umkreisen den Behälter. Was sehen Sie? Noch gar nichts. Aha. Was ist da los? Was ist da los? Ein Bosskampf? Das gefällt mir überhaupt nicht. Dir auch nicht, mir schon gar nicht. Halleluja. Geschütze gehen. Kommt nur, ihr Mistkerle! Ihr werdet nicht mehr so verkehrt. Ah! Ja, klar soll ich in die Geschütze. Ich speichere mal ganz schnell so. Tut mir leid, Psycho, aber da kommt die nächste Welle. Okay, ich bin bereit. Okay. Ja. Hey. So. Der Dicke. Der auch, ne. Speicher, ganz schnell, okay. Lassen sich zwischen noch aber echt schwer erwischen. Okay, was jetzt?
Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Soll ich da irgendwo rein? Oder wie? Tarnfeld aktiviert. Was? Nee. Maximale Stärke. Okay. Maximale Panzerung. Ja, schön und gut. Wie jetzt? Mal nachladen. Da lebt sicher noch irgendwo irgendein Manschkerl. Ich schau mal weiter nach hinten. Ne, hier ist alles ruhig. Jetzt geht's weiter. Ach toll, sag jetzt, ich kann da jetzt den gesamten Wald absuchen gehen. Der hat auf mich geschossen, das habe ich ganz genau gesehen. Dieser bösartige Frosch. So, jetzt kann ich wahrscheinlich den gesamten Wald durchkämmen gehen. Hat wer einen Kamm, so in der Art wie durchkämme die Wüste bei Spaceballs. Lecker mir. Okay, der Zug ist einmal unwichtig, es geht um den Behälter. Was hat das mit dem Behälter hier zu tun? Nee. Was ich auch immer mit diesen scheiß Minen jetzt machen soll, ich glaube gar nichts. Mal ein bisschen Munition. Nee. So, ich habe jetzt wieder einen vollen Raketenwerfer. Gewehr. Nee. Was soll ich machen? Hä? Also, ich verstehe es nicht. Okay. Da ist auch nirgends einer. Hier auch nirgends. Hier hinten auch nicht.
Ja, bevor ich mich da jetzt dumm und dämlich suche, beende ich mal die Folge und bei der nächsten Folge muss ich halt dann schauen. Beziehungsweise mache ich zwischen den Folgen ein bisschen was, dass ich... Der Frosch schießt auf mich! Zwischen den Folgen ein bisschen was damit... Ich auch was weiterkomme. Das gibt's doch nicht. Warte mal, da ist der Scheißbehälter. Schau, da ist er. Der depperte Behälter, der zum Schluss unser Verhängnis wird, den soll ich beschützen, ja. Super! Mein Verhängnis ist gut gesagt. Wow, ich kann sogar darauf hüpfen. Da ist die Kuppel. Ich soll nicht so viel Munition verschwenden. Alienangriff. Da ist aber kein Angriff mehr. Ich vermisse auch einen Fliegenden. Ich habe nur einen abgeschossen. Wo ist der zweite? Nun ja, gut, dann sage ich mal, mit der nächsten Speicher. Und dann verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.